willkommen. Ihr seht mich nicht, aber ihr hört mich. Ist das nicht toll? Das war jetzt so der erste Test, wie weit man denn mit Hilfe dieses tollen kleinen Kastens entfernt sein kann und man trotzdem gehört. Und dieses kleine Gerät mit so viel Power, das wird uns bei unserem Open Air Gottesdienst am CSD unterstützen, dass man uns in der Stadt hört. Bis hier nur die Schiffskirche. Und das kleine Ding hat natürlich trotzdem Geld in der Stadt, deswegen kommt jetzt gleich der erste Werbeblock. Dann haben wir mit dem Cash der auch eine Spendenbox gekriegt. Die hat zwei Einwürfe und kann also gleichzeitig auf zwei Seiten Geld einwerfen. Und die stelle ich nachher an der Ausgang. Und falls ihr für die Box was spenden möchtet und dann auch gerne auch mal einen Telefonansprecher oder Reinsieger, wie ihr möchtet, dann müsst ihr das gerne tun. Und noch besser, ihr wisst ja, bei uns kann man auch verschwendene Spendenbeschränkungen kriegen. Es liegen da draußen auch schon Umschläge, da könnt ihr einfach euren Namen und eure Adresse draufschreiben. Spende rein, ab in die Box und kriegt eine Bescheinigung. Schreibt doch bitte einen alternativen Spendenzweck dazu, weil sonst kriege ich Probleme beim Verbuchen. Ja, komm nachher. CSD, einfach CSD draufschreiben. Ja, genau, zum Beispiel. Super. Genau. So, mit denen, oder? Ja. Genau, dann möchte ich euch nochmal begrüßen. Diesmal nicht in meinem Namen oder im Namen der MCC, sondern im Namen dessen, weswegen wir uns versammelt haben hier, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und das wollen wir tun im Namen Gottes, der uns Vater und Mutter ist, im Namen Jesus, Bruder und Sohn und im Namen der Heiligen Geistkraft. Amen. Wir beginnen, wie sich gebührend gehört, nach Axels Rückkehr aus dem Sabbatical mit Axels Lieblingslied Großer Gott, wir loben dich, im Liederbuch die Nummer 331. Und wir singen die Verse 1, 3, 4 und 5. Nein, das wäre 1. Ihr habt es gehört, wir haben heute eine andere musikalische Begleitung. Nicht die Zither vom Rainer, wie sonst uns im Ohr immer erklingt, sondern heute haben wir das Klavier und wir haben sogar einen Gast von nicht mal so von um die Ecke, sondern der Martin Aser von der MCC Bormers ist hier und begleitet uns heute durch den Gottesdienst. Herzlich willkommen. Und danke, dass du für uns spielst. Lasst uns beten. Guter Gott, du rufst uns in die Nachfolge Jesu. Du zeigst uns wieder und wieder, was diese Nachfolge bedeutet und dass sie Konsequenzen hat. Doch du gibst uns auch die Freiheit, selber herauszufinden, was diese Nachfolge für jede und jeden von uns in unserem Leben bedeutet. Du hältst uns nicht in der Unmündigkeit von Kindern, sondern behandelst uns wie Erwachsene. Du traust uns zu, selber Entscheidungen zu treffen. Für dieses Vertrauen und diese Freiheit danken wir dir. Sei aber trotzdem immer wieder mit Rat und Tat an unserer Seite und zeige uns, wie wir deinen Willen in unserem Leben erfüllen können. Lass uns deine Gegenwart in unserem Leben spüren und sei nun hier mit uns, wenn wir diesen Gottesdienst feiern. Amen. Ein Fanclub für die Liebe. Ein Fanclub für die Liebe müsste gegründet werden, sodass klar ist, dass die Liebe hochgehalten wird. Ruft es heraus, schwenkt die Fahnen in allen Farben der Schöpfung, singt und jubelt für die Liebe, steckt an, ohne zu erdrücken, entfacht,
ein glühendes Feuer, das Spaß hat, sich zu verbreiten. Begeisterung, die erleuchtet und wärmt, die ansteckt und ihren Lauf nimmt, sich positioniert. Geistkraft, die unaufhaltsam wirkt, heilend und heilsam, beflügelnd. Lasst euch infizieren vom Virus der Liebe, dass Friede sich ausbreiten kann. Friede ist ein großes, hohes Gut und für uns so wichtig, dass wir auch immer dran denken und erinnern wollen, wie wichtig Friede ist. Und deswegen wünschen wir uns auch in jedem Gottesdienst den Frieden Gottes. Wir machen das gleich auch wieder und ihr seid alle eingeladen, den anderen Frieden Gottes zu wünschen. Ihr könnt aufeinander zugehen, euch die Hände geben, euch umarmen, wenn ihr euch gut kennt und es möchtet. Oder ihr bleibt einfach an eurem Platz sitzen und winkt den anderen zu. Wenn es für euch gerade wichtiger ist, den Frieden selber in euch zu spüren, dann bleibt einfach an eurem Platz sitzen und alle anderen respektieren das auch. Der Friede Gottes, der größer ist als alle menschliche Vernunft, sei mit uns allen. Lasst uns ein Zeichen des Friedens miteinander austauschen. Amen. Die Lesung heute steht im Psalm 42 in den Versen 1 bis 9. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich im Lande am Jordan und Hermon vom Berge Misar. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Amen.
Guter Gott, es ist Zeit, dein Wort zu hören. Sei bei uns, mach uns bereit, mach uns ruhig, weil wir vielleicht schon aufgeregt sind, jetzt Axel nach so langer Zeit wieder zu hören. Lass unsere Herzen offen sein und unsere Ohren bereit. Und sei auch beim Axel, der nach vielen Wochen jetzt wieder bei uns hier predigt. Und ja, lass ihn die richtigen Worte finden und zu uns sprechen. Und lass es bei uns so ankommen, wie es für uns und für jede und jeden von uns gerade richtig und wichtig ist. Amen. Ihr seid aufgeregt, weil ich wieder predige. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Man weiß nie, mit was der um die Ecke kommt. Mit was ich heute um die Ecke kommt, hängt mit dieser Ausstellung zusammen. Das ist eine Brot für die Welt-Ausstellung, die die hiesige Gemeinde aufgebaut hat, weil morgen Gemeindefest ist und offensichtlich Wasser das Thema sein wird. Es ist eine Ausstellung über Wasser. Ich habe so einzelne Sachen mir angeguckt. Ich glaube, es lohnt sich einfach nach dem Gottesdienst da noch einen Moment da zu sein und diese Ausstellung anzugucken. Und die Susanne und die Heike und ich, wir haben dann darüber geredet und haben praktisch unabhängig voneinander gesagt, ja, dann ist Wasser raus, Thema. Ja? Und von daher heute eine Predigt, die so mehr mit Bildern arbeitet, die einfach mal nachspürt, was fällt mir denn eigentlich im Zusammenhang von Glaube und Gemeinde zu Wasser ein. Es ist wirklich eine eher assoziative Predigt als eine klare theologische Vorlesung. Und von daher fange ich auch mit meinem Lieblingswassergedicht an. Das ist erst einmal gar nicht biblisch, aber es ist einfach mein Lieblingsgedicht und folglich kriegt das jetzt einfach. Ein Hoch dem Bade, dem edlen Genuss, der abspült den Staub und des Tages Verdruss. Ein armer Tropf und Schmutzfink heißt, wer heißes Wasser nicht lobt und preist. O, zärtlich klingt des Regens laut und das Rieseln des Baches im Wiesenkraut. Doch nimmer tut Regen und Bach so gut, wie heißes Wasser im Zuber tut. O Wasser kalt, wohl trinken wir, dich eh wir verdursten und danken dir. Doch zum Trinken ist Bier die bessere Gab, und heiß Wasser soll fließen den Rücken hinab. O Wasser, das dem Springquell gleich gen Himmel steigt, ist wonnereich. Doch niemals rauscht ein Springquell so süß, wie heißes Wasser mir platsch auf die Füße. Falls ihr nicht wisst, woher das ist, dann müsst ihr den Herrn der Ringe doch noch mal lesen. Es ist der Hobbits Badelied aus dem ersten Band der Herr der Ringe Trilogie und, wie schon gesagt, eines meiner Lieblingswassergedichte. Wasser. Wasser kommt in der Bibel vor. Und ich habe mich gerade mit einem Kollegen unterhalten und habe ihm die Statistik gesagt. Das kann gar nicht sein, dass das so selten vorkommt. Aber laut der lutherischen Wortkonkordanz, also eine Konkordanz ist die Liste aller Wörter, die in der Bibel vorkommen. Also nicht alle Wörter. Also es gibt jetzt keine Aufzählung, wie oft und vorkommt oder der oder die oder das. Das hätte nicht viel Sinn ergeben. Aber man findet zum Beispiel die Tatsache, dass Wasser im Alten Testament, also in der hebräischen Schrift, in der Luther-Übersetzung, merkt euch bitte, wird gleich noch wichtig, nämlich 57 Mal vorkommt. Jeder auch denkt, das ist mehr, aber ich habe es zählt, es sind 57 Mal. Also das fängt dann gleich an mit ganz am Anfang, wo dann steht, dass der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da wird erzählt, dass Mose mit einem Stock gegen einen Stein haut und Wasser hervorsprüht. Da steht im 23. Psalm, und er führet mich zu frischem Wasser. Oder da steht, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ein weniger bekannter Satz aus den Psalmen, im 65. Psalm, da steht, dass Gottes Brünnlein Wasser in Fülle hat. Und da steht einer meiner Lieblingssprüche im Alten Testament beim Propheten Amos, der da sagt,
Es ströme aber das Recht und die Gerechtigkeit wie Wasser, wie ein mächtiger Strom fließe Gerechtigkeit. Oder wir sehen in 22 Beispielen im Neuen Testament, dass Wasser auch da eine Rolle spielt. Wasser als allererstes fällt uns natürlich Pontius Pilatus ein, der sich Wasser bringen lässt und er will seine Hände in Unschuld waschen. Da steht aber vor allem auch, dass Jesus lebendiges Wasser ist und lebendiges Wasser gibt, dass da Wasser ist, das lebendig macht, das Gutes tut. Da steht eben darauf, dass Wasser heilt. Der Kranke, der am Teich sitzt und darauf wartet, dass das Wasser sich bewegt, damit er endlich Heilung finden kann. Wasser ist etwas ganz, ganz arg Wichtiges in den Schriften. Und dann kommen noch jede Menge Wasserworte. Also 14 auf jeden Fall. Wasserbach, Wasserbad, Wasserflut, Wasserkrug, Wasserleitung, Wasserquelle, Wasserrauschen. Ich mache es jetzt gar nicht alles, aber es kommt sogar ein Wasserschlauch vor, eine Wasserstelle, ein Wassersturm. Jemand ist wassersüchtig, es kommen zwei Wasserwogen vor und dann sind wir bei Weben. Dann ist mit Wasser erst mal rum. Auf jeden Fall in der kleinen Wortkonkordanz. Das ist jetzt keine vollständige Ausführung von Wasser in der Bibel. Ich glaube, da gibt es sicher Bücher dazu, die man lesen könnte. Meistens aber ist Wasser Lebensmittel, ist Mittel zum Leben. Es ist Lebensmittel. Ist ja klar, Wasser brauchen wir zum Trinken. Also ohne Wasser zum Trinken geht's nicht. Also das brauchen wir einfach, sonst können wir auch nicht weiter predigen. Also Wasser brauchen wir schon. Ein paar andere Worte, die natürlich dann auch mit Wasser zu tun haben, die kommen auch vor. Die habe ich jetzt nicht erwähnt. Und ihr werdet gleich merken, da wird es schwierig, da gehe ich auch nicht ganz so arg drauf ein. Da kommt das Meer, die Seen, die Flüsse vor, Sturmgebraus. Und da wird es dann schwierig, weil Wasser hat natürlich auch Macht und Gewalt und ist etwas, was beängstigt. Da steht zum Beispiel gleich am ersten Vers, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Ja, jetzt wird es schon schwierig, weil das steht im Original nicht da. Also da ist im Original überhaupt gar nicht von Wasser die Rede, denn im Original steht Tohu wa Bohu, also Tohu und Bohu. Und das lässt sich viel besser eigentlich mit Chaos, mit Urgrund, mit dem Ungeformten übersetzen. Und Buber und Rosenzweig, das ist eine jüdische Übersetzung dessen ist, was wir die hebräische Schrift nennen. Lohnt sich übrigens, ganz starke Sprache. Buber Rosenzweig übersetzt dieses Wort mit Irrsal und Wirrsal. Ja, also, aber Wasser ist im Alten Testament beides. Es ist dieses lebendige Wasser, es ist aber auch etwas, was gefährlich ist. Es ist ja klar, das Volk Israel ist ein Wüstenvolk. Die waren 40 Jahre in der Wüste und leben in einem ziemlich trockenen Landstrich. Wasser ist gefährlich und vor allem, wenn es dann das Meer ist, Meer, dem traut man nicht so. Also da wohnen die unterseeischen Ungeheuer und das ist also alles gefährlich. Davon gucken wir jetzt mal nicht. Ich rede auch jetzt nicht über die Urflut und also die sogenannte Sintflut. All das wollen wir nicht. Ich will mit den guten Dingen anschauen. Ich will mir die guten Dinge anschauen, die Wasser bedeutet. Wasser, Leben. Wasser ist Trinken. Wasser ist Nahrung für Mensch und für Tier. Wasser gibt Kühlung, wenn es heiß ist. Also wer von euch hat nicht in letzter Zeit mal irgendein Handtuch nass gemacht und sich um den Hals gelegt
wenn es 40 Grad draußen war. Wasser ist Erfrischung, das man am liebsten über sich drüber leeren möchte. Wasser ist aber auch Reinigung. Wasser ist Reinigung für Körper und für Seele. Und aus Wasser wächst Dinge. Wenn Pflanzen recht gewässert werden, wenn die Tiere genug zum Trinken haben, dann entsteht da etwas Neues, etwas Gutes. Da ist Wasser da. Und Wasser, ganz spannend, wird auch zur Grundlage des Festes, wenn Jesus Wasser nimmt und in Wein verwandelt. Also, wenn er schon Wunder wirken wollte, dann hätte er auch leere Amphoren mit Wein füllen können. Nein, er nimmt das Lebensmittel und macht Mittel zum Fest daraus. Und das ist jetzt das Versprechen Gottes. Denn Wasser, wir wissen es, und wir sehen es auf dieser Ausstellung hier in vielen Orten dieser Welt, ist knapp. Irgendwann ist Babylon mit Wasser. Das gehört eben in unserer Welt auch dazu. Aber, und ihr wisst ja, dass ich immer wieder von einem Versprechen Gottes rede und einer Herausforderung. Das Versprechen Gottes ist, es wird Wasser da sein. Es wird Wasser da sein. Es ist genug Wasser da, um es immer wieder neu auffüllen. Auffüllen und manchmal sogar zum Überlaufen bringen. Es ist Wasser da in unserer Welt. Das ist Gottes Versprechen. Und wie schon gesagt, in allem, wo wir Gottes Versprechen hören, ist da auch eine Verantwortung drin. Und jetzt wird es nämlich spannend, weil bislang habe ich jetzt ein bisschen was von Bildern, die mir halt eingefallen sind, aus der Bibel erzählt. Und ich habe ein bisschen erzählt, dass es in anderen Ländern nicht viel Wasser gibt. Aber Wasser bedeutet auch Verantwortung. Und Wasser bedeutet eben nicht nur Wasser im wahren Sinn des Wortes, sondern Wasser, das ist auch das, was uns in der Gemeinde, in der Gemeinschaft trägt. Was uns in dieser Gemeinschaft am Leben hält. Was uns Gutes ist in dieser Gemeinde. Das ist, was wichtig ist, weil wichtig ist jetzt, wie wir mit dem Wasser umgehen, was wir mit dem Wasser machen. Da ist Wasser. Da kann jetzt jeder von uns ran und es anlangen. Vielleicht auch davon trinken oder sich damit kühlen. Das wäre das Schöne. So hätte ich es gerne. Auch das Kirche ist, nur das ist es halt nicht immer. Das sind Wasserflaschen. Jetzt ist so eine Wasserflasche natürlich was Gutes. So eine Wasserflasche ist etwas, was ich mitnehmen kann. Ich kann dieses Wasser dabei haben. Das Problem ist, dass dieses Wasser in dieser Wasserflasche schnell zu was anderem wird. Das Wasser ist gut. Gottes Wort ist gut. Gottes Liebe ist gut. Die gute Botschaft ist gut. Aber wenn wir sie in eine Wasserflasche packen, dann können wir das damit machen. Und wie oft wird es verpackt? Wie oft wird es eingepackt in Regeln, in Zwänge, in ich muss das jetzt und dann kann ich diese Wasserflasche nehmen und draufhauen. Oder, also, glaub mir, das ist ein Geschoss. Das ist Telsgeschoss, gell? Also, wenn ich das Ding schmeiß, kann ich jemand richtig weh damit tun.
Das habe ich leider zu oft erlebt, dass das Gute, das da drin ist, eben zur Waffe wird. Ich zeige gar nicht in irgendwelche Richtungen. Ich brauche gar nicht auf irgendwelche andere Kirchen zu zeigen. Es kann auch hier schwierig sein, weil wenn ich nicht weiß, wie ich in die Flasche reinkomme, dann nützt es nichts. Also was nutzt eine Gemeinde, in die ich nicht hineinkomme? Ich komme einfach nicht nah. Nutzt nichts. Und das Spannende an so einer Wasserflasche ist, habt ihr schon mal versucht, sie mit einer Hand aufzumachen? Kann ich euch verraten? Es geht nicht. Ich habe es probiert. Vor allem, wenn man sie vorher gut zudreht. Es funktioniert nicht. Ich kriege sie nicht alleine auf. Und das ist die Verantwortung jetzt auch. Es braucht immer eine zweite Hand dafür, um diese Flasche aufzumachen. Es braucht vielleicht einen zweiten Menschen dafür, um diese Flasche aufzumachen. Besonders dann, wenn sie richtig schwer zu ist. Dann haben sie zwei Heber und zwei Dreher. Und das ist etwas, was uns gerade, wenn wir über Glaube und Bibel reden, so oft passiert. Diese ganze Frage nach Glaube und Gemeinde und Gemeinschaft und nach wer wir sind und was wir glauben und was steht denn da jetzt eigentlich, der Stadt Wasser oder Tohuwabohu oder Ursal und Wursal, manchmal ist es schwierig. Da kommen wir allein nicht nein. Dann ist das Ganze hier nur eine Liste von Worten. Da brauchen wir einander. Und das heißt jetzt nicht, dass ihr mich braucht, der ich euch die Flasche aufmache und euch Wasser ausgieße. Das überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, ich brauche euch. Wir brauchen einander. Wenn Gemeinde gut funktionieren soll, dann brauchen wir einander. Ich glaube, das ist für mich so eines der wichtigsten Dinge. Dann brauchen wir 2, 3, 4 Hände, die uns das hier aufschließen. Das lebendige Wasser braucht Gemeinschaft. Es braucht das Verstehen, das Lernen, das Teilen. Das ist ganz arg wichtig. Und nur gemeinsam kann dann entstehen, über was wir in den nächsten Wochen reden werden, wenn wir uns auf den CSD hier in Stuttgart vorbereiten. Gemeinsam sicher stark ist das Thema des CSD hier. Und die nächsten 3 Gottesdienste werden genau darüber gehen. Gemeinsam, miteinander etwas Sicheres kreieren, Sicherheit suchen, Sicherheit finden, Sicherheit geben. Wer weiß, die Predigt ist noch nicht geschrieben. Und die Stärke, es geht nur gemeinsam. Das ist eines der Bilder, die mir wichtig sind, dass wir lernen, die Flaschen aufzumachen, vor allem unsere Glaubensflaschen, und sie zu teilen und sie nicht als Waffen oder Geschosse zu nutzen. Und dann braucht es diese Gemeinschaft, in der das Ganze dann möglich wird, wo wir das hineingießen können. Weil, guck mal, was passiert. Kein Problem. Dann ist weg. Dann ist weg. Das Wasser löscht keinen Durst mehr. Und leider ist es dann halt doch auch oft so, dass das Wasser auf den Boden gekippt wird, weil wir es einfach nicht verstehen, es anderen zu geben. Wasser haben ist das eine, Wasser teilen ist das andere. Aber bevor wir teilen, müssen wir auch in eine Gemeinschaft kommen, wo der andere die Hand öffnet oder trink doch du jetzt einfach draus, dass wir das miteinander machen können. Das ist wichtig. Und dann können wir es auch mal aus unserer Hand geben. Und das ist gefährlich. Ich sag's euch, 10 Wochen hier weg sein und nicht wissen, was hier Predigtwoche ist.
Aber ich weiß, es war Wasser. Es war gutes Wasser. Ich habe davon getrunken, ihr habt mir davon erzählt. Und ich bin dankbar dafür, weil ich auch Wasser haben durfte. O Wasser, das dem Springwell gleich gen Himmel steigt, ist wonnereich. Ich glaube, dass Wasser da ist. Jede Menge Wasser. Zum Erfrischen, zum Trinken und im Zweifelsfall auch, wenn es draußen wieder richtig heiß ist, zum Wasserschlacht machen. Gottes Wasser, Gottes Liebe, Gottes Zuneigung ist da und es ist ganz, ganz, ganz viel davon da. Amen. Wann habt ihr euch das letzte Mal einen Kugelschreiber gekauft? Oder macht ihr es so wie ich und nehmt die immer mit, wenn sie irgendwo verteilt, also nicht einfach mit, also wenn die verteilt werden, natürlich mit Werbeaufdruck. Alle Farben, alle Variationen und so kommt man gut durchs Jahr, bis es wieder neue gibt. Aber den allerbesten Kugelschreiber, den gibt es in 4 Wochen. Morgen in 4 Wochen. Und nur bei uns, weil der wird weiß sein und da drauf wird stehen, Gott ist queer. Also ist jetzt nur für euch die exklusive Vorschau. Ihr dürft es auch nicht so arg weitererzählen, weil wir haben jetzt nicht so viel Kugelschreiber, also bis jetzt, weil wir haben gestern so wie fast jede Woche diskutiert, für wie viel Kugelschreiber unser Geld reicht. Deswegen müssen wir gucken, wie wir die dann unter die Leute bringen am CSD. Oder ob wir bis dahin noch so ein paar Spenden kriegen für ein paar Kulis mehr. Dann bestellen wir nochmal nach. Die sind recht schnell produziert dann. Genau. Der Künstler dieser Schrift und dieses, also das Design, der ist auch hier unter uns. Der sitzt hinter der Kamera. Genau. Und wir waren alle so begeistert, dass wir nicht nur Kugelschreiber damit machen, sondern es wird auch Aufkleber geben. Die könnt ihr dann überall verteilen und mit in Urlaub nehmen. Ich habe erst heute wieder, kennt ihr diese Aufkleber? Waren sie schön hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg? Und ich habe erst heute wieder einen Post gesehen, wo jemand irgendwo ganz im Norden im Urlaub ist und fotografiert hat, irgendeinen Touristenort und da war auch dieser Aufkleber. Und das stelle ich mir vor, wo dann so im nächsten Jahr überall diese Aufkleber, Gott ist queer und dann natürlich MCC ist Kirche für alle kleben. Also das wird echt klasse. Genau, das wisst ihr das schon mal und das war jetzt der Werbeblock, weil ihr wisst ja, alles kostet Geld. So für jede 10 Euro können wir 10 Kulis mehr machen. Man darf da natürlich auch zweckgebunden spenden, aber da ist kein Limit, wie bei der Box. Also nur so. Wir haben auch heute wieder in unserem Fürbittenbuch Danke und Bitte Einträge und die wollen wir jetzt ins Gebet nehmen. Aber zuerst wollen wir natürlich danken für alle Gaben. Und ja, Gott, du weißt, dass wir viel Gutes und Wichtiges mit vorhaben und wir danken dir für kleine Gaben und große Gaben und werden sie weiterhin in deinem Sinne einsetzen. Denn Gott, du bist die Quelle, aus der das Dasein entspringt und wir danken für deine Großzügigkeit. Danke, schreibt jemand, für den Regen. Danke für Zeiten der Ruhe. Und danke, dass wir wieder miteinander reden. Und es ist zugleich auch eine Bitte hier in unserem Buch. Bitte, dass wir nicht aufhören zu reden. Bitte für meine Mutter. Bitte um Frieden in der Welt. Um Frieden in unseren Herzen, Gedanken und Worten. Eine Bitte, dass wir aufmerksam bleiben für die Menschen, die uns begegnen, für ihre Nöte, Wünsche und Ängste.
Eine Bitte, dass wir uns die nötige Zeit nehmen, um durchzuatmen. Und guter Gott, es gibt bestimmt noch ganz viele Dinge, die Einzelne von uns im Herzen tragen, die, um die sie bitten möchten oder für die sie dankbar sind. Du kennst sie, du weißt sie und du nimmst dich unseren Bitten an und du hörst auch unser Dank. Umsonst schenkst du uns den Rhythmus des Lebens, gibst uns den Atem und ein pochendes Herz. Umsonst schenkst du uns die Weite des Himmels, gibst uns den Sonnenschein und die wandernden Wolken. Umsonst schenkst du uns die Schönheit der Erde, gibst uns den Apfelbaum und seine duftenden Früchte. Gott, übersprudelnde Quelle, lehr auch uns, uns zu verschenken, damit das Leben wächst. Amen. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann begegnen wir Gott und Christus in Form von Brot und der Frucht des Weinstocks. Bevor wir an den Tisch Gottes gehen, möchte ich euch einladen, heute eine kurze Meditation mit mir mitzumachen. Und wer mag und wer es bequem, wem es bequem möglich ist, der kann die Gesten mit ausführen, die ich vormache. Und das geht auch sehr gut im Stehen, wenn ihr denn mögt. Du bist da. Nimm dir einen Augenblick. Nur für dich. Atme einmal tief ein und aus. Ein Großteil des Tages liegt hinter dir. Was hast du erlebt? Was hast du gesehen? Wen hast du gesehen? Wer hat dich angelächelt? Ein Wort, ein Satz, den du behalten hast? Was hast du mitgeschleppt? Spürst du Steine in deinem Magen? Spürst du Schweres auf dem Herzen? Lasten, die du auf dem Rücken mit dir trägst. Zeige Gott, was du mitschleppst. Und nimm es ins Gebet. Hebe deinen Kopf, lass die Schultern locker, stell dich ins Licht Gottes, es strahlt dich an, Gott strahlt dich an. Amen. In den MCC-Gemeinden auf der ganzen Welt feiern wir ein offenes Abendmahl. Damit meinen wir, dass alle Menschen eingeladen sind, diese
die diese Einladung hören. Niemand wird nach Taufe oder Kirchenzugehörigkeit gefragt. Jesus Christus hat uns dieses Fest geschenkt. Gott selbst lädt uns ein. Wer diese Einladung hört und Gott und Jesus Christus in Brot und in der Frucht des Weinstockes begegnen will, ist herzlich willkommen. Wer sich von euch entscheidet, nach vorne zu kommen, wird ein kleines Stück Brot erhalten in Form einer glutenfreien Hostie, die dann in nicht-alkoholischen Traubensaft getaucht werden kann. Und gern sprechen Axel oder ich euch einen persönlichen Segen zu. Diejenigen unter euch, die sich entscheiden, sitzen zu bleiben, die möchte ich bitten, sich in Stille und im Gebet mit uns zu verbinden. Lasst uns beten. Gott, wir bitten dich, sei du nun hier und lege deinen Heiligen Geist auf uns, wenn wir dein Fest feiern. Du siehst uns, du hörst uns, du kennst uns. Du willst, dass wir sind, wie wir sind. Du weißt, was wir brauchen. Gib uns, wonach wir hungern und dürsten. Amen. So erinnern wir uns. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, bevor er starb, da nahm er das Brot vom Tisch. Er dankte, er brach's und er gab es den Seinen und sprach: Nehmt hin und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, gefüllt mit der Frucht des Weinstockes. Er dankte und er gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle davon. Das ist mein Blut, das Blut des neuen und ewigen Bundes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. An diesem Tisch sind wir in Gemeinschaft mit Christen auf der ganzen Welt und durch alle Zeiten. Und so verkünden wir mit ihnen das Geheimnis und das Wunder unseres Glaubens. Christus ist gestorben, Christus ist auferstanden, Christus wird wiederkommen. Du, lebensschöpfende Kraft. Du, Bruder Jesus, du, Heiliger Geist, wir bitten dich, segne du diese Gaben. Lege deinen Segen auf dieses Brot und auf diesen Kelch. Stille du mit diesen Gaben unseren Hunger nach einem Leben mit dir und den Durst nach Gerechtigkeit in unserer Welt. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, wie Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so kommt, es ist alles bereit. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nahe gekommen bist mit deinem Wort, mit deinem Geist und in der Gemeinschaft an deinem Tisch. Wir danken dir,
dass du der Quell unseres Lebens bist, dass dieser Quell nie versiegt. Amen. So. Gott segne dich, Gott erfrische dich, Gott begleite dich durch die Stürme des Lebens. Gott stille die Wogen deines Herzens und Gott lasse dich tanzen im Regen. Amen.